Moin moin Leute, was geht ab? Da bin ich mal wieder. Und so habe ich heute mal das zweite Video am Start. Leider aus dem Grund, weil ich das erste ein bisschen verkackt habe. Also im Nachhinein habe ich gemerkt, dass das Plugin gar nicht mal so wirklich funktionierte. Ja, ist natürlich schon ein bisschen belastend. Allerdings habe ich jetzt hier eine passende Alternative für euch. Und zwar geht es hierbei um Debugger. Dieses Plugin tut im Endeffekt genau dasselbe. Und zwar, wie man hier auch in der Animation ganz leicht erkennen kann. Man kann einfach debuggen. Das heißt, ihr könnt so gesehen im laufenden Betrieb des Servers jederzeit euer Plugin editieren. Und anschließend starten wir den Server einfach. Wir sehen, hier ist gar kein anderes Plugin drauf, das heißt, hier ist nur Debugger drauf, aber dazu kommen wir jetzt sofort. Dazu habe ich jetzt hier so ein kleines Plugin vorbereitet, das exportiere ich jetzt einfach mal und gucken wir, was hier genau passiert. Also jetzt sollte beispielsweise nichts passieren, weil das Plugin halt nicht von Anfang an drauf war, das heißt, wir müssen einmal reloaden. Wenn das Plugin jetzt nämlich drauf ist, können wir es jetzt ab diesem Zeitpunkt die ganze Zeit editieren. Das Ganze zeige ich jetzt einmal ganz kurz, das heißt, ich erstelle einfach mal eine Vorschleife, also for int i ist gleich 0, i kleiner als 5, i++. Und dann sagen wir einfach in der Vorschleife, dass er irgendwas ausgeben soll, zum Beispiel sout. Und dann i. Anschließend, ja, wird das Ganze jetzt funktionieren. Das heißt, ich werde das Ganze mal kurz exportieren. Und dann sollte sich hier auch schon das Ganze, wie man hier sieht, automatisch updaten. Somit funktioniert dieses Plugin also hundertprozentig. Das heißt, wenn wir jetzt hier, wie gesagt, noch mehr hinzufügen wollen, können wir das im laufenden Betrieb halt machen. Und dann halt Stopp zum Beispiel. Und jetzt das Ganze nochmal exportieren. Dann sollten wir jetzt hier sehen, seht ihr halt Stopp und das Ganze halt im laufenden Betrieb, ohne dass ich den Server auch irgendwie reloaden muss. Das heißt, sobald ich den Code in irgendeiner Form hier verändere, dann wird das Ganze halt, wie gesagt, problemlos geupdatet, ohne dass überhaupt hier irgendwas zu reloaden war. Also wie man sieht, das Ganze funktioniert wirklich zuverlässig. Bei jedem einzelnen Export des Plugins wird das Ganze auch, wie man hier sieht, geupdatet. Das heißt, es funktioniert komplett problemlos. Somit, falls ihr das Plugin hier benutzen wollt, habt den Don't-Link auf jeden Fall ganz oben in der Videobeschreibung. Und bis dahin, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut rein und ciao!